Oh Leute, seid schon da Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute, ich habe noch nie so schnell Geld gemacht. Und zwar heute, wie ihr seht, habe ich hier von Call of Duty ein Licht. Wir sehen können Call of Duty Nuketown Light. Das ist einfach eine Stehlampe, die ich erworben habe, weil Primark, no joke, die ist von Primark hier, wie ihr sehen könnt, so sieht sie aus. Und ich habe davon gleich zwei gekauft. Zwei Stück. Und ich bin euch ehrlich, ich habe bezahlt 10 Cent für eine. Hab gesehen so, ich habe die nicht mal aufgemacht, also direkt so gelassen, zugelassen. Die kostet im Internet so um die 15, gut eingeblendet hier, 15 bis das teuerste 35 Euro, glaube ich war es. Und ich dachte mir so, ey, diesen 10 Cent machen nichts falsch. Ich nehme sie mit. Wie dem sei, ich habe die mitgenommen, die zwei Lampen, also es ist ja Licht. Hab die zwei Lichter mitgenommen, die zwei Lichter, so. Hier nochmal von hinten. Und von vorne halt. Hab die gedacht, ich nehme die mit, die zwei Lampen. Und tu sie mal auf Facebook zum Verkauf anbieten. Die sind noch nagelneu, nicht benutzt. Hab die online gestellt. Für, jetzt nicht lügen, für 20 Euro online gestellt. Eine. Pro Stück 20 Euro. Das war vielleicht eine Stunde online. Also ich habe um 8 Uhr hochgeladen, um 9 Uhr schon, direkt haben sich zwei Leute gemeldet, so haben gesagt, ey, wir sind die Artikel noch verfügbar. Ich dachte so, hä? Digga, sind die so gefragt, so? Ich war schon, natürlich gefreut und so, aber fand ich nice. So, ich so, ja, noch da. So, dann sagt jemand zu mir, wenn ich alle beide kaufe direkt, kann man so einen Preis machen. Ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt sage, ich bleib Preis ist Festpreis, dann könnte ich das verkaufen an jemand anders, aber hab's nicht so schnell los. Dachte mir so, okay, ist kein Festpreis. Ich sag ihnen so, wenn sie es abholen kommen bei mir, können sie dafür 5 Euro sparen, dann zahlen sie nur 35 Euro. Wie dem auch sei, dann habe ich es halt online gestellt für 20 Euro, wie gesagt. Und hab sie dann verkauft. Alle beide verkauft für 35 Euro. Das ist geil. Also ich habe mich richtig gefreut auf alle Fälle. Und ja, das heißt, ich habe einen Gewinn gemacht von 34,80 €. Ich müsste überlegen, ich habe 20 Cent für, also für beide 20 Cent bezahlt. 20 Cent und für am Ende auch 35 Euro verkauft. Deswegen kann man sagen. Nice, ich freue mich. Deswegen, ich habe noch nie, also innerhalb von einer Stunde 35 Euro gemacht. Das ist so krass, so wie ich schon mal Geld machen kann heutzutage. Und deswegen, wenn ihr das irgendwo seht, kauft es euch und vielleicht kauft es weiter. Es lohnt sich. In tax, depending on where you live, on Amazon. I actually paid about 26 for this at my GameStop that I went to. Thanks so much for watching, everybody. This has been DK Dynamite. Let me know what you think of this down below. This was from me, Leute. Wir sehen uns.